Hallo Aktienfreunde, jetzt im Sicherheitscheck American Water Works. Gleich erfahrt ihr, wie viel Punkte die Aktie holt und am Ende des Videos analysiere ich dann auch, ob die Aktie aktuell günstig bewertet ist. Zuvor aber noch ein paar Infos. Also, die Firma ist in der Wasserversorgerbranche tätig und die Dividendenrendite der Aktie beträgt aktuell ca. 2%. So, bevor es losgeht, noch der Hinweis, dieses Video dient nur der Information und gibt keine Handelsempfehlung. Jetzt zum ersten Kriterium. Hat die Aktie einen hohen Börsenwert und kommt aus einem wirtschaftlich starken Land? Also die Aktie kommt aus den USA und hat aktuell einen Börsenwert von ca. 25 Milliarden Euro. Damit ist beides erfüllt und das gibt für mich einen vollen Punkt. Das zweite Kriterium, hat die Firma in den vergangenen 10 Jahren regelmäßig Dividenden ausgeschüttet? Das hat die Aktie und zwar ist die Dividende in den letzten 10 Jahren unterm Strich angestiegen und zwar von 1,21 auf 2,78 US-Dollar die Aktie. Und in diesem Zeitraum gab es auch keine einzige Dividendenkürzung, deshalb vergebe ich hier auch einen ganzen Punkt. Das dritte Kriterium, wie groß war der größte zwischenzeitliche Kursrückschlag seit der Finanzkrise? Also den größten Rückschlag seit der Finanzkrise hatte die Aktie zuletzt zwischen Dezember 2021 und Oktober 2023. Da hat die Aktie ca. 38% an Wert verloren und damit in diesem Zeitraum mehr als während der Finanzkrise. Und hier gibt es für mich insgesamt einen halben Punkt. Das vierte Kriterium, wie hat sich der Kurs der Aktie in den vergangenen 10 Jahren entwickelt? Und hier die Aktie nach aktuellem Stand in den letzten 10 Jahren ca. 191% zugelegt und das ist eine sehr gute Kursperformance, würde ich sagen. Daher gibt es hier von mir einen vollen Punkt. Das fünfte Kriterium, wie hoch ist die Schuldenquote? Und die lag im abgelaufenen Geschäftsjahr bei ca. 68%. Damit haben wir eine Eigenkapitalquote von ca. 32%. Und das liegt in einem guten Bereich, meiner Meinung nach. Daher gibt es hier von mir einen halben Punkt. Das sechste Kriterium. Wie entwickelt sich voraussichtlich der Gewinn des Unternehmens im nächsten Geschäftsjahr? Also in 2022 gab es hier noch einen Gewinn je Aktie von 4,51 US-Dollar. Der ist im letzten Geschäftsjahr angestiegen auf 4,89 US-Dollar je Aktie. Und auch für die Zukunft schaut es hier ganz gut aus, zumindest laut den aktuellen Analystenschätzungen. Denn hier erwarten die Analysten einen Anstieg auf 5,25 US-Dollar je Aktie, so zumindest die aktuellen Analystenschätzungen für das Gesamtjahr 2024. Und hier vergebe ich einen vollen Punkt. Das letzte Kriterium. Liegt das aktuelle KGV unter 30 und ist damit die Aktie vermutlich nicht zu teuer? Also das aktuelle KGV auf Basis der Gewinnschätzungen für das Jahr 2024 liegt momentan bei ca. 27 und damit unterhalb der 30er Marke, deshalb vergebe ich hier nochmal einen vollen Punkt. Und damit kommen wir dann zum Gesamtergebnis und hier holt American Water Works in meinem Sicherheitscheck insgesamt unterm Strich 6 Punkte von 7 maximal möglichen Punkten und in meiner Sicherheitscheck-Ampel landet die Aktie damit auch auf der besten Stufe. So, dann kommen wir jetzt zur Rangliste aller bisher gecheckten Aktien in 2024 bei meinem Sicherheitscheck und hier landet American Water Works momentan mit den 6 erreichten Punkten hier auf dem dritten Platz, also hier werde ich die Aktie dann nach Veröffentlichung des Videos einordnen. Und auf die Seite, wo ihr es seht, kommt ihr übrigens, wenn ihr direkt auf den Link unterhalb des Videos klickt. So, dann zum Schluss analysiere ich noch, ob die Aktie aktuell günstig bewertet ist. Das mache ich wie immer im Aktienfinder. Und wenn ihr euch übrigens dieses nützliche Aktienanalyse-Tool mal näher anschauen wollt, dann findet ihr dazu auch einen Link unter dem Video. Jetzt in der Grafik zum fairen Wert. Hier im Aktienfinder seht ihr zum einen mal den Kursverlauf der Aktie von ca. 2010 bis aktuell, wo ich das Video aufnehme. Und das ist der 29. Juli 2024 vor US-Börsenöffnung und dann haben wir noch hier die gestrichelte Linie des Verlaufs des fairen Werts nach dem bereinigten Firmengewinn. Und jetzt können wir hier erkennen, dass aktueller Kurs momentan leicht unterhalb der gestrichelten Linie verläuft, also scheint die Aktie momentan zumindest leicht unterbewertet zu sein, zumindest im Vergleich zum fairen Wert bereinigt. So, das war es dann auch wieder mal mit diesem Video und hier zum Schluss der Hinweis, mein Check gibt nur eine persönliche Einschätzung zur Aktie. Anhand der analysierten Kriterien diese Einschätzung, die kann sich natürlich auch als falsch herausstellen. Dann macht's gut, bis zum nächsten Mal.